Herzlich willkommen hier auf meiner neuen Map. Natürlich brauche ich hier auch wieder, also bei LS17, eine, ja, sagen wir mal, nachgebaute ETS-2, ja, nach, ne? Also, man kann ja nicht sagen Map von ETS-2, sondern gewisse Orte werden nachgebaut. Zum Beispiel hier ist der Hof, der ist ja natürlich nicht nachgebaut. Den habe ich jetzt einfach mal so gemacht, wie ich ihn eigentlich schon lange wollte oder wie sich die Gebäude gerade ergeben haben. Hier haben wir zum Beispiel hier das Heulager oder Strohlager, Graslager. Funktioniert alles. Jupp, alles hier. Man kann auch den Ladewagen hier reinstellen oder die Mehrwerke. Die Tore funktionieren auch alles hier. Ich habe mal hier angefangen zu spielen, weil ich muss ja testen, ob alles funktioniert. Wir haben hier das Getreidesilo mit so ein bisschen Teils, ne? Ein paar Bretter hier hat da reingeballert, hier der Bauer. Dann haben wir hier die Maschinenhalle oder die, ja, die Halle halt, ne? Da kann man natürlich hier Trailer reinladen. Jetzt kommt man nicht mehr raus hier. So, dann gehen wir hier ums Eck. Geht das Tor jetzt die Tür auch auf? Ne. Ach, Tankstelle im Weg. Dann haben wir hier auch noch ein Gebäude. Ist halt ein bisschen dunkel hier drin, ne? Ist halt hier, weil kein Licht reinkommt. Aber für das haben wir ja Licht, das geht ja dann ja auch an hier. Ja, hier haben wir auch noch Platz für viele Geräte, Maschinen oder sonst was. Da kannst du da selber gucken. Ne? Wie die Map heißt? Ich habe noch gar keinen Namen für die Map. Hier haben wir noch einen kleinen Ballenunterstand. Kann man natürlich auch Maschinen reinstellen, wenn wir schon ein Heulager haben. Aber man kann auch Ballen reinbuttern hier. Dann haben wir hier unten haben wir dann was anderes hier. Dann kommen wir hier zu dem Saatgut- und Düngerlager. Das habe ich jetzt so gemacht. Ich habe vorher noch ein bisschen gebaut. Ich habe diese zwei Regale rausgenommen und einen Seedmaster eingebaut. Da braucht man natürlich nicht unbedingt den Kotte Universal. Getreide rein, Wasser kommt vom Schlauch, ne? Kein Problem, haben wir ja alles verbaut. Muss man nur Getreide reinbuttern. Er macht hier Saatgut. Da kannst du es abholen. Hier kann man auch Paletten reinmachen, wer will. Na, ist für jeden was da. Die Trigger sind auch hier drin. Hier Saatgut-Trigger, da Dünger und, ja, hier Flüssigdünger und Dünger, ne? Ja. Sollte eigentlich gut funktionieren. Man kann rückwärts reinfahren oder vorwärts reinfahren. Hier haben wir auch noch einen Unterstand. Viel Platz auf dieser Map. Machen wir hier noch auf. Hier ist noch ein Fendt drin, Startfahrzeug. Hier natürlich, hier Werkstatt, ne? Sieht man hier schon. Kann man dann zur Arbeit gehen. Ein bisschen ummodden. Hier kann man den Träger reinstellen und ein bisschen umbauen. Oder, ja, ne? Konfigurieren. Hier ist die Trägerhalle oder selber wissen, was man reinstellt, ne? Aber ich habe hier schon mal Parkplatz, Streifen reingemacht. Dass wenn man jetzt hier mal mit mehreren Leuten spielt, hier auch die Fahrzeuge richtig hinstellen kann. Jo, da sind wir hier jetzt. Wir switchen mal zum Auto. Ja, hier sind wir im Dorf drin schon. Hier drin ist, das ist eigentlich eine Sägerei hier, ne? Oder der verkauft Holz und so. Hier kann man dann später, oder man kann eigentlich jetzt schon hier mit dem Holztrailer reinfahren und Baumstämme verkaufen. Der verkauft sie dann weiter. Ist noch ein Zwischenhändler. Aber so habe ich mir das gedacht. Ausholen kann man hier auch gut. Ne? Genug Platz hier. Nachgebaut natürlich hier oder ungefähr wie bei ETS. Ne? Soll ja etwas so aussehen wie ETS. Die Häuser sind auch geil hier von Fox, Gold Fox Modding. Ja, die Schranke geht noch nicht, habe ich noch nicht verbaut. Hier ist Getreideverkauf, ne? Wird gelagert, dann weiterverkauft. Dann hier oben, schön, jetzt gehen wir nochmal zu hier zum. Na, warte denn? Da, hier ist er. Gehen wir mal schnell hier ein bisschen rum. Gucken. Ne, einmal hier geradeaus. Hier haben wir noch einen Spar. Kann man aber nichts verkaufen, weil, naja, vielleicht Schweine oder so, ne? Fleisch. Haben wir hier noch so einen kleinen
Ja, da was Spezielles, ne? Speziale, da müsste eigentlich funktionieren. Funktioniert. Hier geht's dann weiter zu. Jo, das sehen wir dann, ne? Wohin es führt. So, gehen wir wieder zurück. Dann hier runter. Und dann kommen wir dann hier auch wieder weiter. Hier habe ich extra was Spezielles gemacht. Ist zwar ein bisschen unlogisch, aber geht schon. Hier ist eine Mauer und oben ist direkt die Straße wieder drüber. Gibt's auch noch nicht. Habe ich mir gedacht, komm, machst du mal was Spezielles, ne? Man lernt ja auch von den anderen Maps, wie sie es gemacht haben. Oder was Ähnliches, ne? So, sieht ja gar nicht schlecht aus hier. Ist ja alles hier. Hier die Straße. Diese Straße ist wiederum fast gleich wie bei ETS. Zum Beispiel hier habe ich mal bei Facebook gepostet gehabt. Vielleicht kennt das irgendwo in Frankreich ist, war das. Oh, das Tor ist offen. Eieiei, das gibt's aber auch nicht. Ja, muss ich nochmal ran gucken. Hier, dieses Bild habe ich bei ETS gesehen, habe ich gedacht, geil. Machen wir. Ich wollte eigentlich hier oben den Hof machen. Der wäre aber dann zu nah gewesen hier beim Verkauf. Deshalb hat sich der Hof etwas verschoben, aber hier kommen wir dann zum Feld hoch. Man könnte natürlich auch Dings machen, ne? Gärtnerei oder so, ne? Dass wir die hier schön. Oder ein Haus hinstellen. Keine Ahnung, muss ich noch gucken. So, gehen wir weiter. Zu meinem schönen Bahnhof. Ich hoffe, es lag bei euch nicht dann. Später, wenn es sich spielen tut. Ja, hab's schon gesehen hier, ne? So, hier ist auch wieder Original ETS. Ne? Bahnhof. Sieht ungefähr so aus wie bei ETS. Ich muss ja auch selber ein bisschen gucken, wie ich das mache. Hier ein Riesenbahnhof. Ist eigentlich mehr so ein Güterbahnhof mit Durchfahrtsverkehr. Dann fahren wir hier wieder runter. Und hier ist wieder was anderes, nicht bei ETS, sondern etwas anders. Man kommt natürlich dann hier auch, ne? Hier kann man dann hinter dem Bahnhof oder in den Bahnhof fahren, sozusagen. Güterverkehr. Und dann kann man hier zum Beispiel Getreide abgeben. Hier hinten nochmal ein bisschen weiterfahren. Kann man dann Rüben und Kartoffeln verkaufen? Ne? Alles gut. Hackschnitzel könnte man theoretisch auch noch reinmachen. Aber da müssen wir noch gucken. Hackschnitzel haben wir ja oben beim Ding. Aber mehrere Hackschnitzelverkauf ist ja auch nicht schlecht. Aber das ist dann halt bei der PDA ein bisschen etwas eng hier. Man sieht es hier im Bahnhof Getreide. Ist es alles etwas hier auf einem. Ja, das ist das Ding hier oben, ne? Kartoffeln und so, und das ist der normale hier. So, weiter geht's hier auch. Also das sieht wirklich aus wie bei ETS hier, ne? So alles gedrückt und gepumpt. Hier mit. Ja, funktioniert hier. Alles schön hier, so ein schönes Eck. Könnte man zum Beispiel auch ein Lohnunternehmen machen, oder? Der eine geht jetzt nach Hause, drückt sich hier rein. Mit seinem riesen Auto, was keinen Platz hat. Aber man könnte hier zur Arbeit fahren, zum Beispiel. Ne? Oder hier hat es ein bisschen mehr Platz, glaube ich. Ne? Komm, guck mal hier ein bisschen rein. Ey, drück dich rein. Jo, der hätte mehr Platz. Ne? Da könnte man sich zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt ein Haus. Morgen früh gehe ich zur Arbeit, zum Hof. Oder BGA, oder weiß man nicht was. Bei der BGA wird es wahrscheinlich dann so sein, dass wir da oben bei der BGA direkt ein Lohnunternehmen haben. Ne? Ein paar Gebäude, ein Haus, wo man dann richtig schön arbeiten kann. So, jetzt sind wir wieder hier zurück bei unserem Hof. Da drüben sieht man schon, wie das Ganze aussieht. Sieht gar nicht schlecht aus. Soll ja auch etwas, ja, nach etwas aussehen. So, hier Wasser gibt es auch überall. Hier zum Beispiel hier. Oder hier, wo der Wasserhahn ist. Wasser haben wir genug. Hier waren wir doch schon. Und hier gehen wir runter. Hier sind die Kühe. Ui. Da haben wir einen Sprung gemacht. Hier kann man zum Beispiel auch platzierbare Sachen reinmachen. Hinstellen. Oder Trailer, ne? Lange Trailer. Oder irgendwas, ne? Muss man noch gucken. Jetzt gehen wir mal schnell gucken, ob das läuft hier. Vielleicht geht es auf die falsche Seite. Nein, alles richtig. Gut. Und hier müsste es eigentlich auch richtig aufgehen. Das geht wieder falsch. Das ist Kacke.
Also hier der Stall, ne? Kennen wir ja schon. Und hier ein kleines Fahrsilo. Naja, ist das Standard-Fahrsilo. Aber das passt ja eigentlich gut rein hier. Hinten muss man natürlich dann hier, wenn man mit dem Fahrsilo fährt, muss man natürlich dann hier wieder zurückfahren. Hier geht's wieder richtig, du blöde Drecksau. Da muss man, kann man ja durch den Stall fahren. Die Kühe sind ja eh meistens draußen. Aber zum Wenden haben wir hier auch genug Platz. Vielleicht noch sowas zum Hinstellen. Wir brauchen ja auch noch den Misthaufen. Kann man hier hinstellen. Und sonst zum Platzierbaren. Für platzierbare Sachen haben wir auch genug Platz. Also da habe ich jetzt mal ein bisschen geguckt. Das, komm ja nicht mehr drüber hier. Gibt es noch nicht. Also, soweit bin ich jetzt gekommen. Das, da habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht. Weil ist ja auch etwas aufwendiger. Die Felder sind eigentlich, wir können hier gucken, ja, die sind eigentlich nicht so groß, aber da werden noch einige größere Felder kommen. Das müsste hier oben sein. Das müsste hier oben ein großes Feld geben. Na, weil ja das DLC ja bald rauskommt, ne? Das große Big Bull, Big Ball, Big Biggie Biggie, ne? Wenn man natürlich da fahren möchte, brauchen wir natürlich schon etwas größere Felder. Und ich hoffe, man kommt hier auch raus, sonst muss ich hier ein bisschen Kohle wegnehmen, dass man hier auch mit den großen Geräten rauskommt. Hinstellen kann man es ja irgendwo, ja. Wir haben ja genug Platz hier. Für viele Spieler ist das natürlich auch optimal hier. Und sieht auch gut aus, muss man sagen. Hey, ich kann auf dem Wasser laufen. Geil. Schwimmen tut er nicht, aber das macht nichts. Na, Jesus konnte es auch. Können wir es auch machen. Auf dem Wasser laufen. So, das war eigentlich jetzt mal so eine kurze Durchfahrt. Sieht ja eigentlich schon nicht schlecht aus. Bis jetzt. Na, müssen wir mal gucken. Na, beim Hof ist natürlich, sind nicht so große Felder. Das Staatsfahrzeug haben wir hier. Den Fendt. Ein Auto. Ein Käse. Und einen Shetor. Ne, für den Hof oder so. Der hat auch irgendwie 140 PS. Warum nicht? Und hier einen MF-Mähdrescher mit einem Rüstelbäsch. Schneidewerk ist eigentlich ja, nicht unbedingt passend. Aber man muss ja, kann ja auch die mischen. Ne? Es ist ja nicht immer so, dass man das gleiche Schneidewerk braucht für den Drescher. So, ich würde mal sagen, wir schauen dann sonst wieder mal hier rein, wenn da hier ein bisschen mehr gemacht wurde. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal hier gucken, wo das dann hinführt. Oh, sind wir gleich mal außen? Ja, es sind schon die Kartoffeln, aber da muss man vielleicht die Position noch verändern. Hier hinten haben wir noch extrem viel Platz für Riesenfelder. Ne? XXL-Felder hier. Dass man auch groß arbeiten kann. Die muss man dann aber dann kaufen, ne? Man kann ja sonst ein bisschen cheaten oder alle Felder kaufen machen. Auf dem Server kann man das machen. So, diese Gebäude hier oben sind eigentlich eher so zur Deko. Ist aber auch hier schön gemacht hier. Da wird Felder oder so. Und eigentlich müsste hier eine Straße hinführen. Ja, hier unten wäre ein bisschen unlogisch, dass man hier durch den Bahnhof fährt. Aber muss man gucken. Werden wir noch schauen. Aber ich würde sagen, Besichtigung vorbei, ne? Wir werden noch gucken, was uns hier erwartet. Also, ich mache hier noch ein bisschen weiter bei der Map und für euch viel Spaß beim Zocken, ne? Also, bis dann.